Also, es geht um Domestikation und ich möchte gern einige Ergebnisse von unserer Forschungsgruppe präsentieren und auch über Themen kurz sprechen, die in diesem Gebiet im Moment, denke, zentral sind oder viel Aufmerksamkeit bekommen von Kollegen. Es ist ein großes Thema, so es gibt einiges, wovon ich nicht sprechen werde. Meine Frage, was mich daran interessiert an Domestikation, ist Domestikation als Beispiel für Evolution und tatsächlich für die Entstehung von Vielfalt. Aber diese Entstehung von Vielfalt geschieht in einer relativ kurzen Zeit und mit dem Einfluss von Menschen. Aber wir wissen einiges über zum Beispiel Zooarchäologie. In München haben Sie Joris Peters und andere Kollegen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch wo das stattgefunden hat. Meine Frage ist eher als Evolutionsmorphologe, Biologe, wie entsteht diese Vielfalt? Und mein Schwerpunkt ist etwa die vergleichende Ontogenese, die entwicklungsbiologischen Aspekte, die damit zu tun haben. So, es geht um Variation und wie diese Variation entsteht. So, wenn man in der Öffentlichkeit über Evolution spricht, dann es wird oft über die natürliche Auslese gesprochen, aber viel weniger, wie die Variation entsteht, woran diese natürliche Auslese oder im Fall der Domestikation künstliche Auslese wirkt. So, es ist diese Entstehung der Variation, was auch genauso wichtig ist. Und also zu diesem Thema habe ich ein Buch geschrieben, was jetzt Ende des Jahres rauskommen sollte. Und da so die Bilder, die ich heute zeige, kommen vor allem aus diesem Buch, das wie gesagt in wenigen Wochen erscheint. Also ich musste mich mit einigen Themen befassen in diesem Buch schreiben. Und eine Frage, die immer gestellt wird, ist, was ist überhaupt Domestikation? Und es gibt so viele Definitionen, wie es Wissenschaftler gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber eine Sache, über eine Sache sind alle einig, nämlich die Domestikation ist ein Prozess, es ist eine etwas, was man nicht als in einem einzelnen Punkt zusammenfassen kann oder sozusagen. Also es gibt was ich sagen will, es gibt eine Reihe von Stufen oder Intensitäten und eine Interaktion zwischen Menschen und Tieren. Und irgendwann fängt man an, von Domestikation zu sprechen. Und das ist so, wenn Tiere ihre Reproduktionsbiologie aufgrund ihrer Interaktion geändert haben. So, es gibt im Grunde genommen in der Domestikation zuerst die Domestikation sensu stricto, und das ist, wenn es eine Auslese für Zahmheit stattfindet, wo Menschen das tun oder die Tiere selbst das tun, sozusagen, so Self-Domestication. Tiere, die die Nähe von Menschen suchen und sich dort gut anpassen sozusagen. Und im Laufe der Zeit, es geht so weit, dass die Reproduktionsbiologie von diesen Tieren dann geändert wird. So Elefanten zum Beispiel in bestimmten Regionen der Welt haben einen engen Kontakt mit Menschen. Aber sie sind nicht domestiziert, weil sagen wir, ein paar Elefanten haben mit Menschen zu tun, aber die nächste Generation davon, die sind genauso wild wie die Eltern. Indem die Reproduktionsbiologie gleich bleibt, mehr oder weniger. Dann, aber was ich mit dieser Folie
ausdrucken möchte, was ich betonen möchte, es gibt ja zwei Aspekte, nämlich diese Domestikation sensus stricto, der Anfang der Domestikation mit der Auslese von Zahmheit. Und dann gibt es die intensive Domestikation oder die Zucht oder Selective Breeding oder Artificial Selection auf Englisch. Und das sind zwei Stufen von dieser Interaktion. Und manchmal werden diese zwei gewechselt und das ist, kann zu Problemen führen, wenn man bestimmte Sachen diskutiert. So, Beispiele für die intensive Selektion sind, gibt es einige. Hier in der Entstehung von Hunderassen, es ist bekannt, dass im Lauf von wenigen Jahren einiges sich ändert in der Körperform, in der Schädelform, wie hier links Bildschirm dokumentiert, oder bei Hühner seit der 50er mit einer exponentiellen, unglaublichen Wachstumsraten, die auch ethische Fragen stellen über die Wirkung von Zucht und bestimmte Rassen und Formen, die vielleicht nicht existiert sollten, wenn man jetzt betrachtet, was wir aus der Verhaltensbiologie, aus der Biologie kennen über, über diese Tiere und ihr Wohlfinden oder ihr Leben. Gut, so, es gibt einiges, was man adressieren kann, wenn man sich mit diesen unterschiedlichen Arten von Tieren beschäftigt, so nicht nur Säugetiere, wie hier dargestellt, wir werden andere Beispiele zeigen. Eine Frage ist, wann hat das angefangen? Da wird viel geforscht anhand von archäologischen Funden, von Ancient DNA, von DNA. Hunde, das sind wir einig, sind die erste domestizierte, die erste Tiere, die domestiziert wurden. Dann gibt es vor 10.000 Jahren einige Arten, die dazu kamen. Aber bis heutzutage noch, vor allem bei Fischen, viele Fischenarten wurden in den letzten 20, 30 Jahren domestiziert. Und an einer Seite, was Sie hier sehen, ist, wann diese, wann die Diversifizierung von Rassen stattgefunden hat. Und wenn wir das historisch betrachten, sehen wir, dass einiges ist am Ende des, Mitte des 19. Jahrhunderts passiert. So in sogenannten Victorian Times. Also die Hunderassen, die wir heute haben, es gibt schon eine Vielfalt von Hunderassen schon seit Tausenden, Hunderte von Jahren. Aber die offizielle Breeds, die offizielle Rassen und diese Vermehrung von Formen kam erst vor relativ kurzer Zeit. Wo, also es gibt viele Regionen der Welt, wo Menschen Tiere domestiziert haben. Das sind Sie da dargestellt. Und ein Thema, was zentral schon seit Jahren ist, ist, wie läuft das? Und dann es hat einen Wechsel gegeben, wie wir das sehen. Weil vor wenigen Jahren hat man das immer aus der Perspektive von Menschen gesehen. Und wenn man ethnologisch sich befasst und auch mit Biologie-Sachen. Man checkt, dass eigentlich Tiere eine sehr aktive Rolle spielen und dass sie genau manchmal sehr die Nähe von Menschen suchen oder davon profitieren am Anfang oder vielleicht später. Oder es ist sehr komplex. Und eine Sache, die ich gelernt habe in diesen Jahren, die ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist, dass die Vielfalt von Arten, die domestiziert sind, ist so groß, dass man immer schwierig findet, über allgemeine Aspekte zu sprechen oder universelle Aspekte. Also, es gibt viel Variation in der Morphologie, aber auch in der Art und Form
und Zeit und Raum in dem die Domestikation stattfindet. Das ist ein tolles Tier. Das ist eine Art, die Menschen sehr hilft, weil sie in der Lage, das ist diese Ratten, Gambia Riesenhamster, sind Hamsterratten, sind in der Lage, Landminen zu riechen. Und auch für Tuberkulose-Diagnose werden sie benutzt. So, sie haben eine große Nähe zum Menschen, aber sie sind nicht domestiziert, so nach der Definition, die viele Kollegen akzeptieren, weil ihre Reproduktionsbiologie nicht so stark geändert ist. So, ich komme jetzt endlich zu meiner Frage, die Frage, die mich vor allem interessiert, nämlich wie kommt es zu dieser Variation innerhalb von einer Art? So, ein erster Schritt, was relevant ist in der Morphologie, ist diese Diversität zu quantifizieren und zu schauen, was variiert, was nicht. Gibt es Teile, die mehr variieren als andere in der Anatomie, in der Morphologie von diesen Tieren? Und oft beschäftigt man sich mit Schäden, nicht nur. Das ist ein Beispiel, das ist eine Arbeit, die noch nicht publiziert ist. Wir arbeiten mit Anne-Claire Fabre daran. Und das sind Goldfische, die wirklich extrem variabel sind, extrem divers. Die sind wie Hunde bei Säugern, dann Goldfische bei Fische, bei domestizierten Fische. Es ist wirklich eine unglaubliche Vielfalt. Und das ist reflektiert in Schädelform. So, man nimmt Daten aus dem Schädel, um diese Vielfalt zu befassen und in einem multivariaten Raum, sozusagen in einem multidimensionalen Raum, man mappiert diese Variation mit statistischen Methoden, die uns zeigen, wo diese Variation liegt und wie diese Variation sich vergleichen lässt mit der Variation innerhalb von der größeren Gruppen von Tieren, wo diese Art, wohin diese Art gehört. So, das ist eine Arbeit, die erst angefangen hat. So, wir haben jetzt relativ wenige Sorten von Goldfische untersucht, aber man checkt schon, inwiefern da eine wichtige Vielfalt entstanden ist. Diese Art von Arbeit haben wir für Hühner, für Ziege, noch nicht publiziert, für Pferde, für Kühe und für ein paar andere Arten gemacht. Und man sieht immer wieder zwei oder drei grundsätzliche Sachen. Eine ist, dass die domestizierte Formen vielfältiger sind als die wilde Form. Also es gibt eine Expansion, eine Vermehrung der morphologischen Diversität. Man sieht das in einer Ecke hier mit dem Red Jungle Fowl, also Bankiva-Huhn, und dann diese Hühnerrassen, die so unterschiedlich sind. Man sieht das bei Ziege, Wildform versus domestizierte Form. Bei Pferde, wobei die wilde Form von Pferde ist eine, ich will nicht umstrittene Sache, weil das ist jetzt etwa gelöst, aber man hat keinen Zugang zu diesen wilden Formen. Aber man kann vernünftige Vergleiche trotzdem unternehmen und man sieht, wie Pferderassen etwa einen Raum bedecken, was vergleichbar ist, was die ganze Gattung Equus bedeckt, morphologisch. Und bei Kühe haben wir diese Arbeit auch gemacht und Ähnliches gefunden. Also eine Vermehrung der Variation, aber auch man sieht, dass nicht, das ist ein bisschen abstrakt, wo diese Punkte sind. Jeder Punkt ist wie eine Rasse, eine Sorte, aber es gibt Räume, die leer sind. So, nicht alle möglichen Räume sind besetzt. Und das ist eine interessante Frage für Evolutionsmorphologen, weil genauso wichtig wie welche Räume sind besetzt, weil das spricht über
Kombination von Merkmalen, von Eigenschaften von Tieren, die im Grunde genommen nicht existieren. Und man kann sich die Frage stellen, warum ist das so, wenn die, künstliche Auslese so viel komische Sachen schafft, sozusagen. Vielleicht haben Menschen kein Interesse gehabt, kurzschnauzige Pferde zu züchten oder langschnauzige Katze oder Guinea Pigs mit lange Beine oder Hühner mit lange Hälse oder Enten mit diese Silky, diese komische Federn oder Tauben. Tauben sind unglaublich vielfältig, aber es gibt keine Taube mit Enten, mit Schnabel wie Enten zum Beispiel. Das sind imaginäre Tiere, die ich gezeichnet habe für dieses Buch, wovon ich kurz gesprochen habe. So ist ein bisschen wie die Kreaturen von Hieronymus Bosch, eine Mischung von Merkmalen, die man nicht findet. Und die Erklärung ist einfach, vielleicht hat es kein Interesse von Menschen gehabt, das zu suchen, aber vielleicht sind einige von diesen Formen nicht, können nicht existieren aufgrund von entwicklungsbiologischen Aspekten. Und so die Frage dann, die folgt, ist, dass wir versuchen, diesen entwicklungsbiologischen Mustern und Mechanismen zu verstehen. Und eine Sache, die ganz wichtig ist, dass wir herausgefunden haben in den letzten Jahren, ist, wie wichtig Hybridisierung ist. Also Leute, die züchten, das ist kein Surprise, kein Wunder. Also sie wussten das. Das ist, wie Rassen entstehen, indem sie unterschiedliche Rassen kreuzen. Aber jetzt haben wir mappiert, wie wer mit wem sich gekreuzt hat, anhand von DNA-Analysen, anhand von historischen Dokumenten, die das zeigen. Und da kann man besser verstehen, wie bestimmte Merkmale oder Kombinationen von Merkmalen entstanden sind. So, die experimentelle Embryologie spielt hier eine Rolle, weil da gibt es Experimente, die uns zeigen, welche Gewebe dann das Potenzial haben, Vielfalt zu erzeugen, sozusagen, oder welche Moleküle involviert sind. So, es gibt Experimente, die schon seit einigen Jahrzehnten geführt worden sind, wie zum Beispiel Quail mit Chick, ich vergesse den deutschen Namen im Moment, zwei Vögelsorten, Ziege und Schaf. Das sind Experimente, die vielleicht heutzutage und auf guten Gründen man nicht führen konnte. Aber es gibt Experimente in Kalifornien, jetzt von einem lieben Freund von mir, der ein bisschen Frankenstein spielt, aber eigentlich eine Forschung, die ganz wichtig ist für die Medizin, indem er die sogenannte Neuralleiste von Embryonen, das sind Zellen, die wichtig sind für die Entwicklung von vielen Strukturen, untersucht die Neuralleiste anhand von Kreuzungen von Enten mit diesen kleineren Vögelsorten, diese Quails. Mir fällt den deutschen Namen gleich. Aber. Und dann produziert diese sogenannten Quacks, also Quail, Duck, Quack. Und die zeigen eine Mischung von Merkmalen. So entsteht eine neue Morphologie. Und das Gleiche passiert in der Domestikation. Und jetzt die Frage ist natürlich, wie genau das passiert. Und das ist, was die Entwicklungsbiologie macht. Und man kann dann anhand davon lernen, wieso bestimmte Strukturen nicht entstanden sind. Also wenn man versteht zum Beispiel, wie Hörner entstehen im Kopf von Tieren, die Hörner haben. So, es gibt diese Stem Cells, die in zwei Gruppen sind, die
verantwortlich sind für die Entwicklung von diesen Zweihörnern. Und schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Wissenschaftler in den USA hat diese zwei Gruppen von Stammzellen zusammengebracht und ein Unicorn-Kuh etwa geschafft, wie Sie hier aus einer Zeitung, aus der Zeit dargestellt sehen. So, es gibt diese komische, witzige Geschichten, in diesem Fall nicht tragisch, anscheinend scheint das Tier okay zu sein. So auf jeden Fall Hybridisierung, diese Mischung von Rassen oder sogar von Arten. Einige Arten lassen sich mischen. Enten sind davon bekannt. Und das haben wir bei Hühnern zum Beispiel untersucht. So, dieses Netzwerk ist auf historischen Quellen basiert und das hat uns auch geholfen, bestimmte Experimente zu planen oder bestimmte Sachen uns anzuschauen, wo wir die Embryonalentwicklung von diesen ganz unterschiedlichen Rassen zu vergleichen, von Kiva-Huhn versus Hühner, die selektiert sind, viele Eier zu produzieren oder eher viel mehr Fleisch zu produzieren oder ornamentale Formen oder Formen, die diese Cockfights, was aus Japan, aber aus auch den Philippinen, aus anderen Ländern, wo auch in Südamerika es gibt diese Zucht ist sehr populär in bestimmten Gebieten. Auf jeden Fall, wir haben ganz unterschiedliche Formen, die man vergleichen kann und sehen kann, wo die Hühner kämen, die Coms, wie sie sich entwickeln und wann das geschieht und wie entsteht diese Diversität auch bei den Federn, bei der Pigmentierung, die man bei diesen unterschiedlichen Arten sieht und inwiefern die diese artifizielle, diese künstliche Auslese die Entwicklung modifiziert und wann, in welche Zeitfenster speziell plastisch sind und welche nicht. Das haben wir dokumentiert für einige Merkmale von diesen Hühnern. Man kann an diese Frage gehen, indem man andere Aspekte der Entwicklung untersucht. Und man kann zurück zu Ideen gehen, die in der 80er ganz prominent waren, die zum Beispiel dieses schöne Bild von Coppinger, von einem Kollegen aus USA, der hat die Hypothese formuliert, dass die unterschiedlichen Hunderassen einfach ein Beispiel sind von unterschiedlichen Stufen von Pädomorphosen. Was er gemeint hat, ist, wenn Sie sich die untere Reihe sich anschauen, wo es Coyotes, Jackals steht. Also in der Zeit, es war nicht bekannt oder nicht sicher, dass Wölfe eigentlich die Urhunde waren oder die wilde Form von Hunden. Aber egal. So, man sieht da, wie die Form des Kopfes sich ändert von jungen Tieren bis zum adulten, erwachsenen Tier. Und was Coppinger gedacht hat, ist, dass vielleicht die unterschiedlichen Rassen sind die Expression von das Aufhören von diesen Wachstumsreihen auf unterschiedliche Stufen. Und dann die Tiere werden größer, sodass man im Grunde genommen Hunderassen mit unterschiedlicher Schnauzelänge hat. So, jetzt, in der 80er gab es das nicht, aber jetzt haben wir die Methoden, um das richtig zu testen. Das hat Madeleine Geiger hier in Zürich gemacht. Sie hat anhand von diesen morphometrischen Methoden die Form des Schädels von
Wölfe im Lauf der individuellen Entwicklung der Ontogenese, aber auch von Hunderassen, die nicht so abweichen von Wölfe, zuerst untersucht und festgestellt, dass obwohl tatsächlich die Trajektorie der Wachstumslinie so etwa parallel laufen und etwa aufhört, wie Coppinger gedacht hat, es ist kompliziert, also diese Linien sind nicht ganz parallel, sie fangen nicht gleich an. Und was passiert ist, dass schon in der embryonalen Entwicklung sind diese Tiere sehr unterschiedlich und man sieht das sogar bei der Geburt. So, wir könnten alle Hunderassen schon bei der Geburt anhand von den Schädeln unterscheiden. So, mit Madeleine Geiger haben wir von Pädomorphose, aber auch von Neotenie gesprochen, also von der Neuerfindung von Formen aus dieser Kombination von Rassen, die sicherlich sich hybridisiert haben. Wobei es musste natürlich ursprünglich bestimmte Formen gegeben haben, die anders waren als die Wölfe. So, es ist nicht so simpel, es ist keine leichte Erklärung mit dem Aufhören von einer Wachstumstrajektorie. Und das Gleiche gilt, wenn man nicht nur Hunde, sondern andere Arten von domestizierten Säugetieren sich anschaut und morphometrisch untersucht, was wir vor wenigen Jahren gemacht haben. Und das ist ein Stammbaum. Unten sehen Sie die Zahlen, zeigen die Millionen von Jahren, die die Linie, die zu den Hunden führt, trennt die Linie, die zu den Katzen führt zum Beispiel. Das ist etwa 45 Millionen Felinen versus Kaninen und so weiter und so fort. Und was wir gemacht haben, ist mit morphometrische Methoden, das ist eine andere Methode, aber egal, es geht im Grunde genommen das Gleiche, die Form zu vergleichen und gesehen, wo die Proportionen wechseln und wo nicht, wenn man die Größe des wachsenden Tiers mit bestimmten Distanzenmerkmale vergleicht. So, das ist, was das ausdrückt. Und in Gelb heißt gleich, das bedeutet, dass diese Proportionen sich nicht ändern. So, ich möchte mich auf diesen Vergleich konzentrieren von Hunde und Katze, weil das ist etwas, was besonders interessant ist. Und unten habe ich, diese Bilder kommen aus diesem Buch und man sieht schon, wo meine Präferenzen liegen, was bei Hunde und Katze in der meine Wahl von Bildern. So, der Hund als Held und die Katze als Pest, die so viele Arten sind ausgestorben anscheinend wegen Katze, die draußen sind. Aber nichts gegen Katze. Aber okay, aber es geht nicht darum, es geht nicht um das Thema, es geht um die morphologische Vielfalt. Und Katzen sind wirklich wunderbar und sehr vielfältig. Aber im Vergleich zu Hunden sind wirklich nicht so vielfältig. Sind wirklich ein Witz im Vergleich. Wenn man vor allem die Schädelmorphologie sich anschaut, das ist wie Felinen sind etwa alle gleich. Kaninen nicht. Und da habe ich schon verraten, worum es geht. Die Kaninen sind grundsätzlich anders als die Felinen, indem sie ihre Wachstumsform, im Wachstum gibt es eine wenige Isometrien. Es ist immer allometrisch. Das heißt, die Proportionen des Schädels ändern sich mit der Größe. Bei Felinen, wie Katze, ist das ziemlich isometrisch. Das heißt, die Proportionen ändern sich nicht während des Wachstums oder auch bei, sogar bei, wenn man Felinen vergleicht, Arten von unterschiedlichen Größen, mehr oder weniger. Das heißt, dass nur wenn mit der Auslese von unterschiedlichen Größen
schafft man eine große Vielfalt von Hunde in der Hundemorphologie. So, ich habe von Hunde gesprochen und jetzt möchte ich über Menschen sprechen. Und so, die Frage ist jetzt, was? Also der Vergleich von domestizierten Tieren mit Menschen wurde im 20. Jahrhundert oft gemacht, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und das war keine tolle Sache. Also es gab alle möglichen rassistischen Untertonen in dieser Forschung. Aber Menschen haben schon bemerkt, dass es handelt sich um Arten, die überall zu finden sind, die sehr vielfältig sind. Und dann kam der Vergleich. Diese Vergleiche waren im ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ziemlich naiv und blöd. Und jetzt wissen wir wirklich nutzlos. Aber jetzt gibt es eine neue Idee, eine Hypothese, die interessant ist, weil die neue Fragen stellt und neue Forschungswege. Und das hat mit dem Anfang der Domestikation und die Auslese für Zahmheit, die, wie ich erklärt habe, der Anfang ist der Domestikation. Und wir haben gezeigt, dass in einer Population von Mäuse zum Beispiel im Laufe der Zeit, als diese Mäuse sich näher kamen zu Menschen, das ist eine Population von Mäuse, die intensiv untersucht wurde und alles wurde dokumentiert, auch die Genetik und so weiter. Dann hat man gesehen, dass immer mehr Flecken entstanden sind und dass die Schnauze immer kürzer geworden sind. Im Lauf von etwa 10 Jahren, in dem diese Tiere mehr Zahmheit gezeigt haben, weil die wurden auch verhaltensbiologisch untersucht. Und das ist im Grunde genommen das Gleiche, was passiert ist in diesem berühmten Experiment, die in Sibirien gemacht wurde von diesem russischen Genetiker, der hat für Zahmheit selektiert und gesehen, wie diese Füchse, ein bisschen wie Hunde, dann ausgesehen haben, dann nach einigen Generationen, mit diesen weißen Flecken, kurze Schnauze und auch andere Merkmale, die typisch für Hunde sind. So, die Erklärung davon, die einige Kollegen vorgeschlagen haben, ist, dass das ist alles gekoppelt, also das Verhaltensmuster und diese morphologischen Merkmale, weil es diese Neuralleiste gibt. Diese Neuralleiste, die sind Zellen, die in Embryonen vorkommen, nicht in erwachsenen Tieren wie in diesem Bild, aber die Lage stimmt. Und diese Neuralleiste migrieren zu unterschiedlichen Ecken des Körpers während der Entwicklung und sind für die Entstehung von Knochen, Knorpel, bestimmte Muskeln, vor allem im Gesichtsbereich verantwortlich. Aber die sind auch verantwortlich für die Entstehung von Drüsen, die im Grunde genommen das Verhalten, mit dem Verhalten zu tun haben, mit Zahmheit zu tun haben. So, es gibt eine Verkopplung in der Entwicklungsbiologie von diesen Sachen, die diese Verkopplung, die wir in dem erwachsenen Tieren sehen, erklärt. Jetzt kommt der Vergleich mit Menschen. Wenn wir Wölfe mit Hunden vergleichen, sieht man bestimmte Parallelen, als wenn man die erste Formen von Homo sapiens vergleicht mit dem modernen Homo sapiens. So wird das dargestellt und diskutiert in der neuesten Literatur und auch anhand von genetische oder Genomanalysen, die behaupten, Signale gefunden zu haben, die parallel sind zwischen Hunde und Menschen mit dem Vergleich. Was Paläoanthropologen dokumentiert haben, ist, dass wenn wir uns die älteste
Vertreter von Homo sapiens anschauen und die mit modernen Homo sapiens vergleichen, dann waren unsere Vorfahren, hatten ein größeres Gehirn und robuste Schäden mit auch, ich will nicht lange Schnauze sagen, weil das wäre falsch, aber auf jeden Fall, es hat eine Reduktion des Rostrums gegeben bei uns modernen Menschen. Wir sind graziler geworden, auf Englisch sagt man sogar Feminization. Und diese morphologische Muster spiegelt sich zum Teil bei domestizierten Formen. Und deswegen ist auch diese morphologische Arbeit, die wir gemacht haben, relevant für die Anthropologie, um zu testen, ob das wirklich so allgemein gilt. Und es ist nicht so einfach, aber ich werfe hier diese Idee, weil der Punkt ist, dass diese morphologische Transformation, die tatsächlich da ist, trotz viel Variation und so weiter und so fort, hat stattgefunden in einer Zeit, in der Menschen auch angefangen haben, Kunst zu machen, sozusagen, oder sollte sagen, Höhlenmalerei, Ornamenten, Musikinstrumente. Das war in der Zeit, in der diese morphologische Transformation stattgefunden hat. Und Anthropologen, bestimmte Anthropologen haben die Hypothese formuliert, dass es gibt eine Verkopplung von Verhalten mit Morphologie. Diese Idee haben wir kritisch diskutiert in diesem Paper vor ein paar Jahren. Und zentral in dieser Idee ist die Diskussion, ob wir Menschen nett oder böse sind. Was eine große philosophische Frage ist, die schon seit Jahrhunderten diskutiert wurde. Und Rousseau zum Beispiel, der Genfer, der Schweizer, hat gemeint, wir sind eigentlich nett und wir sind böse geworden mit der Zivilisation. Also diese Nature, the Good Savage Hypothese oder Idee, nicht Hypothese, Idee. Und dann Thomas Hobbes mit, wir sind eigentlich ganz böse. Und ein neues Erkenntnis der Anthropologie, und ich finde das schon interessant, wichtig, ist, dass wir sind vielleicht beide. Weil es gibt unterschiedliche Sorten von Aggressionen, die wir treiben. Und das ist gut dokumentiert. Und die Idee ist, dass eine Art von Aggression, die zwei Arten von Aggressionen sind physiologisch anderes gesteuert. Und das hat mit dieser Sanftheit zu tun. So, die zwei Sorten von Aggressionen sind die reaktive Aggression und die proaktive Aggression. So, wir sind nett, indem wir nicht einfach, wenn etwas uns nicht passt, diesen Mensch, einen Menschen in einer Gruppe eliminieren, töten. Aber wir sind böse, indem wir uns mit anderen Menschen in der Gruppe treffen und uns einigen, eine Person zu eliminieren, wenn diese Person richtig viel stört. Das ist die Idee von diesen zwei Sorten von Aggressionen. So, die reaktive Aggression ist, was ursprünglich Menschen hatten. Und dann ist eine Art Zahnheit entstanden. Aber auch mit einer proaktiven Aggression, indem es tatsächlich solche Menschen, die mehr reaktive Aggression getrieben haben, wurden eliminiert. Das ist aber eine ganz wichtige Idee und deswegen zeige ich das Paper für diejenigen, die daran Interesse haben. Das diskutiere ich auch in meinem Paper mit Karl von Scheidt. In diesem Zusammenhang mit der Gehirngröße, und das komme ich zu meiner letzten Folie fast, das ist eine Arbeit, die wir neulich publiziert haben, in der wir gezeigt haben, wie die Reduktion des Gehirns in der Domestikation von Rinder ist universell, aber wie viel das Gehirn reduziert wurde, ist damit gekoppelt, mit welcher Sorte von Rinder wir sprechen. So, die aggressivste Formen, die Bullfighting Cattle, die haben eine weniger Reduktion des Gehirns als die milchproduzierende
Rinder zum Beispiel. So, das ist eine von unseren letzten Ergebnissen in unserer Forschungsgruppe und damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, nicht so lange gesprochen zu haben und möchte ich gern ein paar Bilder von meinen Kollegen zeigen, die in unserer Arbeitsgruppe diese Forschung mitgemacht haben. So, danke vielmals, danke schön für Ihre Aufmerksamkeit.